Tiwazel grüßt meine freundesgepflegten Ego-Shooters-G-Sports und präsentiert euch heute ein Herrschaftsmatch auf der schmutzigen Karte Stadium. Mit dabei sind heute die MPL mit dem Griff, heute mal im schmutzigen Platin. Dabei habe ich Plünderer Pro, Flinkheit Pro und die taktische Maske Pro, eins meiner Lieblings-Perks-Klassen, sage ich jetzt einfach mal so. Mit dabei habe ich wieder mitgenommen die spanische Rohade, das heißt für euch auf der 4 das Konterdröhnchen, auf der 5 der Dirty Ursel Napalmteppich und auf der 11 die Dirty Dogs. Spanische Rohade, warum? Weil ich heute versuche mal mit dem Gegner etwas Flamenco zu tanzen. In diesem Sinne, ole! So, ich spiele alleine, habe ich gesagt, aber ich habe den Bacardi Schuki dabei. Aber im Prinzip spiele ich dann alleine. Der Schuki ist jemand, der ist in was ganz anderes ziemlich groß. Da ist ein ganz großer drin. In Herrschaft nimmt er auch mit ein, gar keine Frage. Aber er hat sich auf eine andere Sache spezialisiert. Aber darauf will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Ja, Leute, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal so ein kleines Päuschen gemacht. Das heißt für euch quasi, oder es war für euch quasi, ab in den Urlaub. Ja, also ich habe auch mal mich mit anderen Kumpels getroffen. Ich war auf einer Familienfeier. Ich war quasi privat etwas dirty. Und deswegen, ich lebe noch, mir geht's gut, ich bin gesund. Es ist alles in Ordnung, ist alles cremig, gar keine Angst haben. Ich habe das alles mal beiseite geschoben, hab hier auch gar nicht großartig gespielt, war lange nicht hier online, war nicht im Internet. Hab auch dementsprechend mir keine Bewerbungsvideos ansehen können. Der ein oder andere wartet mit Sicherheit schon richtig lange darauf. Dafür muss ich mich entschuldigen bei euch allen, dass das jetzt etwas länger gedauert hat, auch lange gedauert hat. Ich weiß, ihr wartet, ihr seid alle richtig nervös und gespannt, ihr wollt alle da rein, ich weiß das. Aber nehmt mir das bitte nicht übel, ich hatte jetzt wirklich andere Sachen auch einfach mal zu tun. Das müsst ihr auch einfach respektieren. Ich habe auch andere Sachen zu machen, ich habe auch andere Hobbys. Und deswegen hatte ich das jetzt auch einfach mal beiseite gelegt, also nicht bewusst beiseite gelegt, es hat sich einfach so ergeben. Und deswegen möchte ich euch einfach sagen, dass ich jetzt auch wieder versuche, den Rhythmus wöchentlich einzuhalten, dass ich da euch ein Gameplay liefern kann. Und deswegen, bitte verzeiht mir das. Ich werde mich daran halten. Für die Leute, die da Bewerbung geschrieben haben, ich werde mir jetzt wieder angucken. Ich werde jetzt auch wieder mir die Zeit dafür nehmen, mir die Leute oder die Videos anzusehen. Deswegen, habt bitte noch etwas Geduld. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Ja, das zu dem Thema. Da ich jetzt hier aber alleine spiele, möchte ich auch einfach nochmal für die Leute nochmal was dazu sagen, die auch einfach noch alleine spielen. Die vielleicht noch niemanden gefunden haben, was ich eigentlich schade fände. Aber ihr wisst ja auch, dass ihr zu jeder Zeit eure PS3-ID in meinem Kanal angeben dürft. Ihr dürft die unter die Videokommentare schreiben. Das möchte ich auch, dass ihr das macht, um auch immer wieder Leute, die auch neu dazukommen, auch neu kennenzulernen. Ihr seid eine Gemeinschaft, wir bilden eine Gemeinschaft, das heißt, alle sind herzlich willkommen, die miteinander spielen wollen. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Macht das auch, haltet das bei. Ihr werdet sehen, viele haben sich schon bei mir bedankt, haben gesagt, Mensch, das ist eine super Sache hier mit dem DNO-Clan. Das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Macht das einfach und somit habt ihr auch hinterher auch nicht mehr das Problem, alleine spielen zu müssen. Für diejenigen, die noch alleine spielen müssen, was macht ihr? Ich würde euch raten, ganz klar eine Klasse auszuwählen und auch mit den Extras auszuwählen, womit ihr euch einfach wohlfühlt. Womit ihr auch schön die Sachen einnehmen könnt, womit ihr auch Spaß habt, das ist gar keine Frage. Ich habe hier, wie ihr wisst, mit einer meiner Lieblings-Extra-Klassen ist Plünderer Pro, Flinkheit und taktische Maske. Und ich nehme mir auch Plünderer mit, zumal ich hier auch das Tomahawk dabei habe und immer mein Tomahawk wieder neu aufplündern möchte und nicht jedes Mal einsammeln will, wenn ich das weggeschmissen habe. Habe ich deswegen mitgenommen, aber auch, weil ich hier, wenn ich alleine spiele, wieder viel, viel mehr Granaten schmeiße. Weil ich hier viel angreifbarer bin, weil ich hier von allen Seiten viel nackter bin, wird jetzt der Commander sagen. Das heißt, es ist alles viel, viel schwerer insgesamt zu spielen. Man muss in Kauf nehmen, dass man auch insgesamt mehr Death bekommt. Darauf muss man sich einstellen. Das muss aber alles egal sein. Man muss diesen Spaßfaktor, man muss sich auf andere Sachen konzentrieren. Man muss sich darauf konzentrieren, seine Sachen zu erobern, zu verteidigen, in Bewegung zu sein. Auch einfach mal
eine Waffe zu nehmen, die man vielleicht mal nicht so oft nimmt. Das ist ja auch mal schön. Das nimmt diesen Druck weg, diese Spannung weg, die man sich vielleicht persönlich selber aufbaut, um gut sein zu wollen. Ich habe hier auch das Tomahawk mitgenommen, um einfach diesen Spaßfaktor für mich persönlich zu erhöhen. Und dadurch ist man wirklich diese Spannung, dieser Druck vielleicht für manche, die manche haben hier, einfach gelöster und weggenommen, sodass ihr auch diese Freude auch einfach zurückerlangt. Dass ihr euch nicht auf die Kills und auf die Deaths konzentriert, sondern einfach nur an das Spiel oder auf das Spiel. Und deswegen sage ich auch gerade nochmal Plünderer, weil ich hier gerade nochmal viel mehr Granaten schmeiße, weil ich ja mein Team nicht um mich herum habe. Wenn ich ein Team habe, spiele ich hier auch nicht anders, aber die Positionen sind viel abgedeckter. Das heißt, ich bin gar nicht gezwungen, so viele Granaten zu schmeißen. Das muss ich hier auf jeden Fall. Auch in Kombination mit der taktischen Maske ist das super, weil ich mich ja natürlich auch viel da in der Mitte aufhalte und diese feindlichen Granaten viel öfter kommen. In dem Gameplay jetzt nicht, das ist jetzt eine Ausnahme. Aber sonst ist es wirklich der Fall, dass viel mehr gegnerische Granaten geflogen kommen. Und somit habe ich einen klaren, für mich persönlich viel höheren Vorteil, wenn ich die taktische Maske Pro mitnehme. Ich bin nicht geblendet, nicht wirklich schlimm. Und das erleichtert viele Sachen. Wenn ich hier auch in der Mitte mich viel aufhalte, habe ich auch immer Flinkheit mit, weil mir das alles andere viel zu langsam ist. Ich möchte schnell nachladen können, ich möchte gerne schnell anvisieren können und alles Mögliche. Deswegen ist da für Flinkheit Pro für mich, wenn ich alleine spiele, die Wahl, um mich einfach da schnell auch beschäftigen kann. Beschäftigen kann ist jetzt nicht richtig auf, aber damit ich mich einfach schnell insgesamt bewegen kann. Das ist für mich ganz wichtig, für mich persönlich. Und mit der Klasse fühle ich mich einfach wohl. Und das ist auch etwas, woran ihr euch erinnern sollt, was ihr machen sollt. Probiert einfach aus und richtet euch eine Klasse ein, womit ihr euch wohlfühlt. Das ist ganz wichtig. Jetzt nochmal zu einer Sache. Ich werde mich jetzt im Anschluss auf an dieses Commentary, werde ich mich auf jeden Fall an die Liste ransetzen. Das ärgert mich wirklich, wirklich richtig. Und ich habe das wirklich ja auch schon Leuten gesagt, ich werde das letzte Woche, wollte ich das eigentlich verschicken. Habe ich wieder nicht gemacht, weil ich das einfach nicht dazu gekommen bin. Das werde ich aber jetzt im Anschluss machen. Das ist versprochen. Ich werde ein separates Video machen, wo ich diese Anhängerschaft des DNOs nochmal euch zeigen werde. Das ist auch für die DNO-Mitglieder einfacher. So können diejenigen auch sofort dieses Video abrufen, können das nachschauen, können sehen, wer in dem DNO-Clan ist. Auch für die Leute, die nicht mitspielen oder noch nicht im DNO-Clan sind, haben so die Möglichkeit, auch die DNO-Member kennenzulernen, sie auch anzuschreiben. Das heißt, auch für die DNO-Clan, stellt euch darauf ein, dass ihr viel angeschrieben werdet. Seid höflich, haltet die Arme offen. Das ist eure Bürde, die jetzt euch auferlegt wurde. Das heißt, ihr habt jetzt auch eine größere Verantwortung. Spielt einfach mit den Leuten. Wenn ihr euch nicht leiden könnt oder sonst irgendwas, dann macht es einfach, sagt, hör mal, dann löscht den anderen wieder, das ist gar kein Problem. Man kann, nicht jeder versteht sich mit jedem, das weiß jeder. Und wenn es da Probleme geben sollte oder irgendwelche Komplikationen oder es Leute gibt, die da anfangen zu beleidigen, sonst irgendwas, sagt mir einfach Bescheid, dann kümmere ich mich darum. Aber generell würde ich mich darüber freuen, wenn ihr die auch annehmen würdet, wenn ihr auch andere Spieler oder für andere Spieler es ermöglichen würdet, die bei euch aufzunehmen, mit denen zu spielen, euch denen auch vielleicht zu zeigen und den Tipps und Tricks zu geben, wie man das machen kann. Und für die Leute, die sich da bewerben, seid nett, seid höflich, die Jungs sind hier alle nett, die sind auch dazu bereit, euch zu helfen. Und versucht es einfach. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, bleibt dirty und bis bald. So it's done. Nice job, team.